Guten Morgen. Kennt ihr dieses Zeug? Alter Schwede. Jetzt aber, Mann. Keine Werbung. Den habe ich schon als Kind gegessen. Ich kann mich daran erinnern, ist wirklich, da waren wir noch wirklich klein. Da haben wir schon diesen Zuckerrübensirup gegessen. Oh, lecker. Da habe ich mir jetzt mal ein Glas gegönnt. Ist zwar hier sehr, 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 sehr teuer, aber einmal so muss das sein. Ja, heute ist der Tag, wo Frank wieder losfährt. Hab alles eingepackt, Essen steht im Kühlschrank. Bloß er kommt nicht runter. Oh, jetzt warte ich hier auf Frühstück auf ihn. Sein Kaffee läuft. Ja, mal gucken, wann er kommt. Nach fast 2 Stunden, das wird mein Schnitzel heute zum Mittag. Muss man denn hier auspacken, bevor man das isst? Das ist nur schon fertig gemacht zum Braten. Da, ich habe das in Folie gepackt, dann brauche ich es bloß nur nachher panieren und braten. Frank, du musst das Reck noch abbauen. Warum? Ich fahre damit nicht eine Woche lang rum mit dem Ding da dran. Nein. Such dir aus, wo ich es hinlegen soll. Was? Ich baue es nicht an den Trailer. Such es dir an, aus, wo ich es hin. Du könntest unter den Trailer liegen. Ja. Ja? Weg, weg. Ist doch kein Akt, Frank. Ja, dann mach es doch selber. Ja, hast du doch mir erklärt, das ist doch kein Akt. Mach es doch selber. Du hast doch das gesagt. Ja, mach es doch einfach mal alleine. Das ist doch kein Akt. Dann weißt du, wie das geht, du kleines... Ich hab dir gesagt, dass das nervend und stressend ist. Du kleines Mädchen. Das ist doch kein Akt. Ich will nicht damit fahren. Nee, fahr ich auch nicht. Nee. Ich fahre mit dem Reck da hinten dran, obwohl ich es nicht muss. Also, jetzt ist aber doch, gut. Du willst doch dein Fahrrad wieder haben. Ja, nächste Woche. Du Witzbold. Nee. Huh?
Hast du es eilig? Nein. Wir müssen noch zur MPI. Erklär mal den Leuten, was hier MPI ist. Sag ich nicht, ist mein Geheimnis. Mach mal bitte, sonst fragen sie wieder. Nein. Sag mal. Nein, das war rein, du weißt es ja nicht. Nein, ich weiß das nicht. So, geht's. Bitte. MPI. Sag mal. Sag mal. Da. Und was ist das? Steht doch da. Hast du doch gerade gezeigt. Was ist das? Ein Brief. Was? Ein Brief. Mensch, was MPI ist. Das sind Leute, die malen Briefe bunt an. Ja, und warum? I have no idea. Und was wollen die von dir? Von mir wollen die überhaupt nichts. Aber von mir wollen sie was. Ja eben, ich hab nichts mit denen zu tun. Gut, aber was wollen die von mir? Wollen sie ich wissen, was andere Leute von dir wollen? Franky, was wollen die von mir? Das, was alle wollen. Nein, Geld. Und für was wollen die mein Geld? Weißt du, das immer. Sag's lieber nicht. Du, warum wollen die mein Geld? Ich habe keine Ahnung, deswegen gehen wir da hin und fragen. Für was denn? Na, das fragen wir jetzt mal. Dann gehen wir hin und fragen. Komm, lass die Leute nicht im Unwissen hier. Ich lass sie nicht im Unwissen. Nun sag mal. Alter, ist die nervig. Hörst, für was wollen die mein Geld? Hallo? Sag mir, für was die mein Geld wollen. Schon wieder irgendwas. Hier könnt ihr lesen, worum es geht. Ja, fertig. Ja, so, jetzt haben sie alles gelesen. Jetzt wisst ihr Bescheid, Hafig. Wenn nicht, dann nochmal zeige ich das nicht. Los, jetzt sag mal. Mensch, es ist einfach nur die Autoversicherung. So. Und welches Auto? Für welches Auto wollen die jetzt Geld haben? Für das Auto ohne Motor. Genau. Also doch nicht fürs Auto, sondern für den Trailer. Ja, und? Für unseren RV-Trailer. Und? Jetzt müssen wir dahin. Jetzt hast du es verraten, ganz toll. Und jetzt müssen wir dahin, weil wir müssen das jetzt machen, dass das immer dann vierteljährlich abgeht. Monatlich machen sie nicht mehr. Whatever. So, okay. Was denn? 231,90 sind in Sicht. Können wir gleich fragen, warum das erhöht ist. Mann. Aber wieso ist denn das an FGH-Trucking? Weil das der Pickup ist. Ach so. Du Nase. Wollte ich gerade sagen. Obernase. Frank? Ja. Obernase. Ich möchte dich jetzt mal schlagen. Echt jetzt? Ja. Oh, die armen Armchen, wenn der hier raus ist. Darf ich jetzt mal dich schlagen? Ach, irgendwie nee. Ich möchte. Ich darf nicht, was? Kannst du das gerne versuchen? Nee, du haust zurück. Du wirst ja wahrscheinlich schon von dem Aufwand hinten drüber fallen. Ah. Okay. Papiere. Ja. Papiere. Ich kann dir noch ein paar geben. Echt? Papiere, ja. Komm, mach mal. Jetzt räumt er seinen Schreibtisch hier auf. Seht ihr das? Oh. Mann, das macht er aber ordentlich. Jawohl. Oh. Yes. Das kann er, wa? Habe ich ihm gut beigebracht. Das darf oben sein? Das darf oben sein. Das habe ich ihm gut beigebracht, wa, Leute? Jetzt kommt die Tischdecke wieder dahin, wo sie hingehört. Und der Tisch ist sauber. Ja, das ist schon in Ordnung so. Ja, ja. Hm. Ich löse jetzt meinen Hausstand hier auf. Du löst jetzt deinen Hausstand auf. Ja, dein Büro löst du hier gerade auf. Oh, hier liegt sein Kram, seht ihr? Da kommt noch mehr Kram, noch eine Tasche und noch eine Tasche. Ich sag euch, der Frank ist schlimmer als jede Frau. Das ist das dicke Handtäschchen. Und das ist sein kleines Handtäschchen. Ja. Oh Mann.
über 7 Minuten Frankie live hier. Okay, jetzt musst du aber noch das Reck abbauen. Nee. Doch. Nee. Doch. So, und ich muss mal meine Schuhe anziehen. So, Frankie hat schon sein Zeugs jetzt hier langsam alles weg. Kannst du das T-Shirt mal mit aufnehmen? Dein tolles T-Shirt, ja, hier. Ja, ist das schicke T-Shirt. Ja, Mann, ist das potthässlich. Weiß gar nicht, was das sind. Was sind das da? Tacos oder? Alter Schwede. Also wenn der das anzieht, gehe ich mit dem nicht raus. Das ist schon mal sicher. Das ist ein Matthias-T-Shirt. Oh. So, noch sein Zeugs. Dann kann er da zumachen. Und ich gehe hinten raus. Okay. So, mein... Da habe ich zu, da habe ich zu. Espresso ist alle. Okay. So, ich gehe mal hier raus. So. Nee. Das ist schon fertig jetzt alles? Nee, noch ein Tütchen und noch ein Tütchen. Alter Schwede. Das ist immer wie ein halber Umzug. Die anderen Papiere habe ich im Tracki. Brauchst du deine Riesentasche hier? Nein. Das ist nur meine Flugtasche. Meine Flugtasche. So. Ist die Garage zu? Du sollst sie zumachen. Hallo Leute. Du hast nicht mal guten Tag gesagt. Nein, hast du nicht. Verschwinde jetzt mit deiner Kamera. Ja, aber du hast nicht guten Tag Leute gesagt. Leute, stimmt's? Er hat nicht guten Tag gesagt. Ja, Frank, nicht da rein. Aua. Oh, shit. Au. Ich bin an dem Stativ hängen geblieben von der Kamera. Au. Das wollte ich immer, ne? Warte mal, vorsichtig, so und so. So, jetzt habe ich im Fall... Welche Creme? Na dann? Ich kann nicht auf die Schuhe. Ich auch? Nee, du bist ein fauler Hund. Ich bin faul. Ist das unglaublich, dem lässt er sie lieber hier liegen, als dass er aufsteht und den rausholt. Alter Schwede, ey, ehrlich. Hey, so kriegt man seinen Willen. Oma, wo bist du? Wenn you ever crook and smile, going right to my heart. That was my music. How I wish that you could know how your words. Ja, wo bist du denn hier oben? Hier ist deine Creme. Kannst du mir noch eincremen? Ja, jetzt kannst du mich auch eincremen. Unglaublich. Ich will mir nicht eincremen. Was denn jetzt? Scheiß doch drauf, wenn der Arm wehtut. Juckt doch nicht. Ich hab dir wirklich schon gesagt, dass du für eine Meckerziege bist. Ich höre das schon. Ich sehe das schon, wenn ich den Film fertig mache, was du gesagt hast. Wo mir das nicht passt, schneide ich dich raus. So, cut. Hier,
Kalkantante. Hyperion. Dann musst du aber bitte immer deine Videos immer runterschreiben. Schnitt bei Winter Homer. Ja. Okay, Nachbar ist auch wieder da mit seinem kleinen Trailer. So, jetzt geht's mal schnell zu MPI. Ihr müsst wissen, hier gibt es nämlich nur die eine Versicherung. Das erleichtert die Auswahl ungemein. Das erleichtert die Auswahl ungemein, ja. Also hier kannst du deine Autos und Fahrzeuge und ich weiß nicht was alles da nur bei MPI anmelden. Und wenn du wirklich hier mal einen Crash hast mit irgendjemandem, MPI zahlt immer. Egal für wen, die zahlen immer. Warum auch immer das hier so ist, aber ist das in anderen Provinzen eigentlich auch so? Nein, in anderen Provinzen gibt es auch verschiedene Versicherungen, aber hier gibt es nur die einen. Also ich finde das nicht schlecht. Gut. Okidoki. Okay, er kriegt seinen ganzen Mist auf die Straße. Ja, der macht sein Driveway. So, hier ist Party. Ja, gestern Vormittag war das Haus noch nicht verkauft. Jetzt. Ja, Lichter, da wohnen schon Leute drin. jetzt ist es verkauft. Gestern früh stand noch da for sale, jetzt steht da sold. Ja, so schnell geht das. Niedliches kleines Häuschen. Ja. Ja, ja, ja. So, jetzt fahren wir gleich hier zu MPI. Dann brauchen wir nachher nicht mehr da. Das ist das Schöne, man kann überall hingehen zu MPI. Ja, das ist auch noch das Gute. egal, wo du einen MPI-Store hier findest, kannst du jedem gehen. Ob hier, ob in Winnipeg, ob in, ich weiß nicht, du kannst auch noch in ganz Manitoba eigentlich kannst du hingehen. Also egal, wie viel Kilometer du hier weg bist, 100, 200, 300, 400, scheißegal. Kannst überall hingehen und deine Autos bezahlen, versichern oder was auch immer. Das ist, ja, ich finde das praktisch. So, okay. Übrigens, das hier ist jetzt der kurze Weg immer zum Coop. Da drüben ist Coop und Tankstelle. Auch Coop. Und hier ist ein Timmy. Das haben wir noch nicht allzu lange. Timmy. Ja, und hier hole ich dann immer so Kleinigkeiten, wenn ich irgendwas vergessen habe oder so. Gehe ich immer hierher. Habt ihr das gehört? Es kommt vor, dass die Oma was vergisst. Natürlich. Das hätte ich ja nie für möglich halten. Natürlich kommt das vor. Ich habe nie gesagt, dass es nicht vorkommt. Du streitest alles ab. Franky hat nie Schuld an irgendwas. Also was ist Schuld? Franky kann alles. Bitte, Franky weiß alles. Bitte erläutern Sie das. Franky ist the best of the world. No. Yes. One of the best. Nee, doch. The best. No. Nein, es gibt noch andere. Die besser sind als du? Nein, ich muss die nur noch enthaupten. Es darf Ach, nur einen geben. Er muss die nur noch enthaupten, ja. Oh meine Güte. Also wisst ihr Bescheid, okay? So, jetzt müssen wir hier rein zu MPI. One Endurance. So, alles erledigt. Und keiner weiß Bescheid. Das eine ging für ein Jahr zu bezahlen, beziehungsweise monatlich. Das andere geht nicht monatlich und bla bla bla. Meine Güte. Ein Hin und Her. Gut, jetzt sind wir auf dem Weg nach Winnipeg. Den Frank zum Truck bringen. Und ich war dann... Frank bringt sich selber. Ja, Frank bringt sich selber zum Truck. So, und... Ich fahre dann gleich wieder zurück. Ganz alleine. Nee. Ja, ich bin sowieso nie ganz alleine. Ich weiß, Frank, ich weiß. So, na gut. Schick mal noch hin. Passt den Service an. Mann, du bist ganz dunkel. Was bin ich dunkel? Dunkel. Ich hab mir umfärben lassen. Ja.
viel Verkehr hier heute, ist ja unglaublich. Oh. Ey, du darfst das nicht, du Arschi. Ich gerade belernt. Hast du gesehen, was der gemacht hat? Der hat mir übergeholt. Rechts. Tja. Schade, dass keine Polizei hier stand. Mann, haben wir aber Pech. Oder eher Glück. So, eingekauft haben wir alles. Der ist schon weit, weit weg. Ja, ist auch hoffentlich mal irgendwann zu Ende. Hupsala. Oh. Ei. So. Zu Ende. Ja, und als letztes ist ein Trailer da. Guck mal da oben. Ein Büffel. Ein Büffeltrailer. Container. Und wenn der aufgesattelt ist, also auf die Dinger ist, dann ist es ein Trailer. Nee, das ist immer noch ein Container. Den man aber mit dem Truck zieht. Ah, köstlich. Ja. So, wie gesagt, einkaufen, alles erledigt. Ich habe für mich auch gleich ein bisschen was eingekauft, weil es doch billiger ist als in Oak Bank bei Coop. Ja. So, jetzt kann Frank zum Truck alles einräumen. Fahren wir dann zusammen? Fährst du gleich los oder dauert das noch wieder? Ja, den kannst du ja gleich anmachen. Ja, ich muss ja noch hochfahren. Also die dauert bis ich verschwinde. Na, ich hau dann ab. Alter, ich sag dir. Ja, ich liefer ihn jetzt am Truck ab und dann hau ich ab. Ich muss im Oak Bank auch noch ein bisschen Fleisch holen. Ich habe Großes vor. Ja, 30 bzw. 40 Rouladen will ich machen. Dann gleich einfrieren. Das ist immer sehr praktisch, wenn man die bloß rausnehmen braucht. Heiß machen, fertig. Ja. Aber ich könnte das Fleisch auch morgen kaufen, weil hier ist ja sonntags auch offen. Ja, ich muss mal gucken. So. Die sind hier immer noch am Bauen hier mit der Straße. Man muss jetzt immer falsch rumfahren, großen Bogen machen, weil man hier nicht mehr zurück darf. Ach. Wenn ich jetzt gleich runterfahre vom Gelände, dann muss ich rechts rumfahren. Und dann muss ich auch wieder diesen Bogen fahren, weil sie hier am Ausschachten sind. Die machen die Ditch hier neu oder was, keine Ahnung. So, und schon sind wir angekommen bei Payne. So. Oh. Und so. Schönes Wetter heute. Wir haben schon mittlerweile 20 Grad. Aber es ist auch schon gleich 1:30 hier, Frankie. Mensch. Ganz ruhig meinen Schließer nehmen. Das erlaube ich dir. Ja, ich habe nämlich meinen eigenen Schließer bekommen. Weil ich ja doch oft hier rauf und runter muss, wenn ich Frank abhole oder herbringe oder wie auch immer. Und damit ich hier rauf kann und auch ins Gebäude auf Toilette gehen kann und so, habe ich einen eigenen Schließer bekommen. Was natürlich sehr nett ist von dieser Firma. So, siehst du, er hat schon Tor schon aufgemacht. Bis der da rausgefahren ist, ist das wieder zu. In der Geschwindigkeit wieder läuft. Ja, genau. Very smart. Very smart. Ja, jetzt zieht er seine Badelatschen an, siehst du, und damit fährt er dann. Ja. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, es gibt ja sogar Fahrer, die barfuß fahren. Also, eben das Seine, kann ich dazu nur sagen.
Frankie kann es nicht. Er könnte gar nicht barfuß fahren. Mit seinen empfindlichen Füßchen. Nee, Frank hat eigentlich immer zum Fahren festere Schuhe an. Ist wieder zu? Geht gar zu. Habe ich doch gesagt. Aber es noch schafft, da hinzufahren, dass wir noch eine Weile aufgehen. Nee. Er hat das Auto noch nicht mal an. Jetzt will er los. Ja. Jetzt muss er mit seinen Badelatschen wieder aussteigen. Ach, es gibt schon interessante Leute, ehrlich. Ja, wie gesagt. Ich hätte das anders ja nicht anders drin hast. Kriegt diese Schüsse. Ja. Ist das da hinten? Dann so ein Grille. Ja. Oh ja. So, wir sind jetzt gleich in unserer Ecke. Basteln, ja, ich habe das Gefühl, der wohnt hier, du. Ja, ja, ehrlich, du. Wie oft der hier steht und mit seinem Auto dahinter und... Alter. Vorne 8 Meter Platz, weil jetzt steht auch noch ein Fahrrad da. Ja, jedem das eine, wa? Das ist also... Oh, Frank. Was ist jetzt wieder? Fahrin gleich am besten. Verständlich. Oh, das kann ich auch nicht ab. It's Driver. Das kann ich auch nicht ab, ehrlich. Guck ja hier ein H oder sowas. Ein X auch. Auf der anderen Seite hast du ein X. Oh, Frank. Schnell, Gabi ohne Brille. Guckst du? Nein. Guckst du? Nein. Hallo, Gabi. Gabi ohne Brille. Guckst du hier rein? Ja, aber ich kann nichts sehen. Kannst natürlich nichts sehen. Das Display ist auf der anderen Seite. Weißt du, oh, Gabi? Oh, Frank, ey. Mein Schlüssel kann ich hier drinnen lassen jetzt. Hier, deine Creme nicht vergessen. Alter. Aber du musst doch deine Kamera nehmen. Frank, hier ist was am Auge. Das ist eine Pupille, die bitte. Muss da sein. Oh, Alter. Hier ist irgendwas. Irgendein Haar oder irgendein... Nein, da ist nur ein X. Frank, ja? Fang an da zu räumen. Kannst du schon mal bitte auf 2 drücken? Dankeschön. Da. Sitz eingestellt. Ach ja. So.
Hau ab. Ich will ja nicht mehr sehen jetzt. Er hat gesagt, ich soll mich ver... Ja, genau. Und zwar zügig. Ja. Ihr habt das gehört. Tschüss. Ja. Also, bis dann. Ja, bin gleich wieder da. Wie lange brauchst du denn? Eine Woche? Nee. Ja. So. Oh, alter Schwede. Weg ist er. Oh, die Flugzeuge sind so laut. Die sind genau da drüben. Da ist der Flughafen. Gut, ich mache jetzt aus. Er ist weg. Das heißt, ich bin gleich weg. ja. Das war's erstmal. Fürs Erste. Hi. Wieder in Oakbank. Brangi unterwegs. Ich habe noch ein bisschen eingekauft. Jetzt hier noch ein bisschen Fleisch. Ich will Rouladen machen. Zum Einfrieren hatte ich ja, glaube ich, vorhin schon erzählt. Ja. Ich bin wieder hier und jetzt geht es mal los. Jetzt räume ich das Auto aus und dann... Ich glaube, da muss ich erstmal was essen. Ich habe Hunger. Und ich sehe gerade, mein Akku blinkt. Habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gesagt. Aha.